Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns den Prehistoric Kingdom Official Early Access Announcement Trailer an. Denn es ist endlich ein Release-Datum bekannt gegeben worden und wieder einige neue Kreaturen und Spielszenen wurden gezeigt. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze ist am 29.09. rausgekommen, aber ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt erstmal an und dann analysieren wir das Ganze nochmal ein bisschen genauer. Oh, das geht schnell. What if time could be rewritten? What if we could bring back the wondrous creatures extinction left behind? No. What if you could run your own prehistoric kingdom? Through the power of genetic technology, biological marvels from a bygone era roam the earth once more, providing an opportunity to protect, preserve, and nurture the ancient past. But it's not just the animals that are looked after. State-of-the-art facilities keep the guests entertained and satisfied throughout their visit to the park. This place is a sanctuary for our planet's rich history, with extinct species of all shapes and sizes. And of course, you can also find some of the cute ones. It reminds me of mine back home. It's crucial we give these beautiful creatures the respect and care they need. Or else we might be the ones facing extinction. Wow, okay, krass. Das waren jetzt viele Eindrücke. So, das Ganze erscheint im zweiten Quartal 2021. Also ein halbes Jahr ungefähr noch. Na, vielleicht ein bisschen mehr. Genau. Der Link zum Spiel ist natürlich in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu dem Originalvideo. Aber wir gehen jetzt nochmal Szene für Szene durch, weil man hat gerade echt sehr viel gesehen und wir schauen uns das jetzt nochmal genauer an. Als allererstes sehen wir hier das Mammut. Ich glaube, das ist das Wollhaar-Mammut. Ich bin mir da nicht sicher. Falls ich bei irgendeinem Tier falsch liege oder nicht weiß, was es ist, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben und mich korrigieren, weil ich kenne mich natürlich mit diesen prähistorischen Wesen nicht ganz so gut aus wie ihr. Es hat auf jeden Fall diese coole Frisur, riesige Stoßzähne und ich finde, das Model von dem Mammut sieht auch echt cool aus. Und auch die Landschaft. Nice. Als nächstes haben wir hier das Wollhaar-Nashorn. Diese ganzen Gestaltungssachen im Hintergrund und so, da werde ich jetzt nicht so krass drauf eingehen, weil das sonst zu lange dauert. Aber man sieht da wirklich sehr viel. Also ich glaube, wir werden später sehr viele coole Möglichkeiten haben. Ist auch cool, dass man hier so einen Unterstand bauen kann. Hier ist nämlich auch eins. So, das nächste Wesen. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Ja, könnte ein Edmonto sein, ne? Bin ich mir auch nicht sicher. Wir sehen natürlich auch alle ein bisschen anders aus als bei Jurassic World Evolution, weil die wahrscheinlich hier bei dem Spiel paläontologisch gesehen ein bisschen korrekter sind als bei Jurassic World. Da sind ja einige Dinos für den Film sehr stark verändert worden. Der hat auf jeden Fall einen coolen Futterspender hier, das sieht nice aus. Im Hintergrund das Wasser, die Felsen, cooles modernes Gebäude, richtig nice. Und natürlich die Säbelzahnkatze. Sieht auch richtig nice aus. Guckt euch die riesigen Fangzähne an, die sie hat. Wow. Und das ist, glaube ich, hier so eine Galerie, die man für die Besucher gebaut hat. Sieht zumindest so aus. Als nächste Szene haben wir diese tolle Szene. Da sieht man einen wunderschönen Urwald mit Sauropoden. Gehen wir davon aus, dass es Brachios sind. Das ist ja so der berühmteste Sauropode, würde ich sagen. Das ist übrigens In-Engine-Alpha-Footage. Das heißt, das ist wirklich von den In-Game-Szenen und das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen verbessert werden von der Grafik. Sieht aber jetzt schon mega gut aus. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen die Dschungelgestaltung. Also die Pflanzen sehen echt nice aus. Die kann man gut kombinieren. Sieht aus wie eine natürliche Umgebung für prähistorische Wesen.
What if we could bring back the wondrous creatures? Da, das dürfte, glaube ich, ein Nasutoceratops sein. Gehe ich zumindest von aus. Der hat zumindest die Hörner richtig wie so ein Stier angelegt vorne. Kenne ich nur vom Nasutoceratops. Kann aber auch ein anderer sein. Also, wie gesagt, korrigiert mich da gerne. Extinction left behind. Sieht aber sehr toll aus. What if you could run your own? Oh, nice. Ist das jetzt ein Brachio? Der hat einen sehr dicken Hals. Aber eine sehr schöne Maserung. Und jetzt sieht man schon richtig viel von der Gestaltung. Das ist echt krass. Hier riesige Wasserfälle im Hintergrund. Glasdächer. Die Felsen sehen nice aus. Die Bepflanzung sieht cool aus. Flüsse, Wege, also alles, was man braucht. Das sieht schon echt cool aus. Ich glaube, wir werden richtig viele Möglichkeiten haben. Hier sind auch riesige Wetwood Trees. Prehistoric Kingdom. Oh, wie schön. Oh, hier schon wieder. Also ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit stoppen, Leute. Es tut mir leid, hier sieht man so viel. Auch eine selbstgebaute Barriere mit einzelnen Holzstämmen. Hier sind dann wieder so Unterstände für die Dinos. Hier Klippen, Wasser und dann die wahrscheinlich Edmontos. Sind das Edmontos? Wait, da war aber jetzt gerade ein Unterschied. Also der hier hat so ein Horn oben drauf und der nächste nicht. Der hier nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Weibchen ist und das andere ein Männchen. Weil in den Geschlechtern sind ja auch immer so ein paar Unterschiede. Das sieht ja auch so nice hier aus. Oh mein Gott. Richtig cool. Styracosaurus ist hier am Trinken. Und das Wasser ist richtig cool gestaltet. Hier auch eine coole Brücke für die Besucher. Richtig geile Klippen. Da sieht man nochmal den Styraco. Wirklich ein wunderschönes Tier. Der ist auch super gelungen in dem Spiel, muss man sagen. Ich werde hier übrigens wahrscheinlich viel zusammenschneiden, damit das ein bisschen schneller geht, weil es gibt hier so viele Szenen, die man analysieren muss oder kann. Dann haben wir das nächste Gehege, sieht auch richtig cool aus. Komplett andere Optik, mehr so wüstenmäßig mit ganz viel Klippen und einem Theropoden. Welcher könnte das sein? Vielleicht der Torvosaurus? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, nice. Guckt euch das mal an. Das sieht so cool aus. Hier im Hintergrund auch die coolen Gebäude. Das Gehege ist richtig nice. Also ein richtig felsiges, trockenes Gehege. Ich sehe aber auch hier gar kein Wasser oder sowas. Hm, gute Frage, wo die trinken. But it's not just the animals that are looked after. State-of-the-art facilities keep the guests entertained. Ja, die Gebäude auch sehr schön, in so einem richtig schönen modernen Stil. Das ist sehr passend. Ja, sieht richtig nice aus. Die Besucher sehen auch schon sehr cool aus. Grüne Haare, pinke Haare. Oh, das kann man echt schön gestalten. Das ist richtig nice. Das ist fast wie bei Planet Zoo. Hier ist dann auch so ein Indoor-Habitat, so wie es aussieht. Habitat, wie sich das anhört. Ja, scheint hier auch ein Gehege zu sein für irgendwelche Tiere. Ist das hier ein Gehege, wo die Besucher so durchgreifen können? Vielleicht können die ja sogar füttern oder so bestimmte friedliche Pflanzenfresser. Weil ja, irgendwas ist hier. Ich weiß nicht, ob das hier ein Gehege ist. Kann auch sein, dass das... Aber das ist eingezäunt. Oh, was man hier alles sehen kann, das ist echt heftig. Guckt euch das mal an. Wie viel hier schon gebaut ist und wie unterschiedlich die Gehege aussehen. Hier so ein felsiges Gehege. Hier hinten eher so ein sumpfiges Gehege. Hier ist so ein Indoor-Gehege mit einem Glasdach. Das hier ist so ein ja, nordamerikanisches Gehege, so bewaldet eher, mit großen Nadelbäumen. Die Wege sehen auch cool aus. Oh, das sieht alles so nice aus. Ich freue mich mega auf das Spiel. Hier sind nochmal die Rhinos mit einem schönen Unterstand. Hier ist auch so ein bisschen Schnee im Boden. Oh, so toll. Säbelzahnkatze, auch ein tolles Tier. Und natürlich, das ist auch ein Highlight von diesem Trailer. Es gibt auf jeden Fall flugprähistorische Wesen. Ich weiß nicht, welches das da ist da drin. Das ist aber so ein kleiner Raubvogel oder sowas. Ist nice, dass es dann hier so einen Käfig gibt für die Tiere. Ich hoffe, die kann man nicht nur einfach platzieren, sondern auch selber gestalten. Weil das finde ich bei den Vivarien von Planet Zoo ein bisschen doof. Und dadurch sehr langweilig. Wobei ich eher davon ausgehe, dass es wie bei der... Also ihr könnt gerne mal reinschreiben, was es ist. Aber ich gehe eher davon aus, dass es wie bei der
Kuppel, bei der Vogelkuppel bei Jurassic World Evolution so ein platzierbares Objekt sein wird. Weil die Vögel und so müssen sich auch vernünftig darin bewegen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man das selber baut. Sieht aber trotzdem echt nice aus. Ich hoffe, es wird auch größere Flugsaurier geben oder Fluglebewesen. Oh, ein kleines Psittaco haben wir hier auch mit Spielzeug. Und da können die Besucher sogar fast rübergreifen. Bin mal gespannt, ob es da Interaktion geben wird irgendwann. Dass die Besucher wirklich auch mal da reinfassen oder so. Ich meine, die sind ja relativ friedlich. Hoffe ich. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, noch so ein kleiner. Ist das ein Protoceratops? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Oh, wie schön. Hier ist wieder ein Sauropode. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Der hat doch so Stacheln hinten drauf. Da kenne ich mich aber gar nicht so aus mit den Sauropoden. Sieht aber nice aus. Respect and care they need. Stegosaurus, Dryosaurus. Boah, die Klippen sehen echt nice aus hier. Und auch die Bäume. Oh, der Parasaurolophus. Das dürfte Centaurosaurus sein. Auch wieder ein sehr schön grün gestaltetes Gehege. Das ist ein Camara, oder? Ich glaube schon. Und Brachio. Und natürlich Rexy, der darf nicht fehlen. Richtig cool, der Mond im Hintergrund und Rexy ist hier gerade entkommen. Das heißt, man muss auch echt aufpassen, dass die Dinosaurier ja sicher in ihrem Gehege untergebracht sind, damit sie keine Gefahr für die Besucher sind. Im Hintergrund sehen wir sogar umgefallene Bäume. Aber das ist ja sowieso alles machbar ohne Probleme, weil du kannst ja jedes Objekt drehen, größer machen, länger ziehen, breiter ziehen. Und so weiter. So, das war der Trailer. Ich hoffe, das hat nicht allzu lange gedauert, aber ich werde es wahrscheinlich für euch kurz und knackig zusammengeschnitten haben, zumindest so kurz wie es geht. Das Ganze kommt, wie gesagt, im zweiten Quartal 2021 raus. Ich fand den Trailer richtig, richtig cool. Checkt ihn auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung ab. Falls euch dieses React gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.